Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum Let's Knuddel Minecraft. Hups. Endlich geht es weiter. Und ihr hört schon, ja, es regnet noch. Deshalb tut es gerade ein bisschen rauschen. Aber in Wirklichkeit rauscht bei mir jetzt gar nichts mehr. Ja, ich habe jetzt nämlich ruckelfreies Spielen hier. Hier, ihr hört schon. Stille. Stille, Stille, Stille. Let's Knuddel Minecraft mit keinem Lecken und keinem Rauschen mehr. Und ja, ich bin richtig glücklich. Ja, richtig cool. Richtig coole Sache. Ich würde sagen, das feiern wir. Wir haben hier ein Schwert. Ah, ich habe ein bisschen Angst, hier rauszugehen. Ey, es leckt gar nichts mehr. Es ist so schön. Aber wir haben, glaube ich, kein Dings dabei. Das ist doof. Kein Holz mehr. Naja, okay. Da war ein Hühnchen. Oh mein Gott. Hier drei. Und hier drei. Ja, da könnten wir nämlich... Ja, der Regen ist schon... Wow! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Schnell weg. Oh mein Gott, schnell ins Wasser. Oh Gott. Scheiß Creeper, ey. Komm her, du. Stirb. Ja, stirb. Komm. Komm her, du. Oh, du. Echt, ey. Hast mich hier ganz schön erschreckt, du. Süß aussehendes, doofes Teil. Oh, macht das schöne Geräusche. Mein Gott, meine Nerven. Und du bist schuld. Du hast den Creeper gerufen. Ja. Doofes Teil, ey. So geht das nicht. So geht das nicht, meine Lieben. Nein, nein, nein. Boah, meine Nerven, ey. Ich dachte jetzt wirklich, jetzt ist es aus. Jetzt ist mein schönes Haus kaputt. Du bist ein kleiner Baum. Du musst jetzt leider sterben. Weil kleine Bäume tue ich immer diskriminieren. Ah, ich bin so gespannt. Es ist die erste Minecraft-Aufnahme dann ohne Ruckel. Oh. Ich bin so glücklich darüber. Echt, das glaubt ihr gar nicht. So ein paar Bäume wieder mal umbringen. Das ist ja der extremst aggressiv, was sowas angeht. Aber wir wollen ja auch endlich mal ein anständiges Häuschen haben. Es wäre auch mal cool, dass, wenn wir mal Wolle finden würden. Wir könnten gleich mal rumlaufen. Das mache ich jetzt. Ich brauche ein Bett. So geht das nicht mehr. Ich suche jetzt was. So, ich suche jetzt Wolle. Ich hoffe, ich finde dann zurück. Oh mein Gott, ich kann rennen und es leckt nicht unglaublich sehr rum. Oh, hier war wohl ein Zombie. Ist ein Herr Zombie gestorben? So, wir müssen in die Richtung. Okay. Ich hoffe, wir verlaufen uns nicht. Darauf hätte ich so irgendwie keine Lust. Oh, überall nur blöde Hühnchen. Ich will kein Hühnchen. Da-dam, da-dam, da-dam. Oh, hier ist auch schon wieder so ein Hühnchenpool. Oh, wir können jetzt hier so machen. Lass dich, lass dich. So, aber wir brauchen trotzdem nach wie vor einfach... Ey, warum hat das jetzt gerade gehackt? Das geht so nicht. Das geht so nicht. Nein, nein, nein. So, oh, da ist ein Hühnchen gespawnt. Habt ihr das gesehen? Mein Gott. Sie wollen die Welt erobern. Toll, ich habe nichts zu essen hier, außer irgendwelches Verderbbares. Wo war denn das? Wo waren denn diese doofen Dinger da? Die Schafe. Irgendwo waren doch welche. Was ist denn jetzt, wenn ich Zombiefleisch esse? Sterbe ich da wirklich? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ich weiß, ich bin jetzt vergiftet und so. Egal. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir werden uns schon nicht gleich in einen Zombie verwandeln. Oder auch wenn schon. Naja. Jetzt blubbern wir so lustig aus dem Mund. Blubber, blubber, blubber. So. Oh, Tintenfische. Die Tintenfischarmee ist unter uns.
Finde ich übrigens sehr toll, dass Tintenfische nichts machen können. Ich hoffe, es ist noch immer so. Oh, jetzt ist das Geblubbere weg. Sehr lustig. Ist das denn ein Chunkloch? Irgendwie sind bei mir in letzter Zeit dauernd Chunklöcher. Das ist doch merkwürdig. Schaut euch mal das an. Das ist ja sehr komisch. Wow, Hilfe! Hallo? Was war das denn komisches? Schaut echt sehr merkwürdig hier aus. Das wäre hier einfach Ende. Komisch. Einfach abgeschnitten. Toll, jetzt haben wir hier, glaube ich, Schweine. Ist ja auch... Oh, schön. Ah. Aua, natürlich habe ich es nicht geschafft. So, wir wollen aber eigentlich keine Schweine. Wahrscheinlich verlaufen wir uns jetzt vielleicht so sehr. Oh, die schaust ja süß aus, aber trotzdem müssen wir vorsichtig töten. So, kommt her. Ich muss euch töten. Komm her. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich brauche Schafe. Oh, das sind wieder Schweine. Aber ich will Schafe. Finde ich voll scharf, wenn irgendwo mal ein Schaf wäre. Komm. Komm. Bing, bing. Kühe. Aber ich will Schafe. Verstehst du das nicht? Ich will doch Schafe. Alles ist hier, bloß keine Schafe. Na gut, ich tue mir eben ein paar Kühe. Kann man noch kloppen. So, komm her. Komm, 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 komm. Ja, brav. Brav, Emu. Du schaust so niedlich aus, trotzdem muss ich dich töten. Wenn man alles am Leben lassen würde, was niedlich aussieht. Ja, okay, ich tu's. So. Ich möchte trotzdem noch immer ein Schaf finden. Oh, hey, PC, hör auf zu lecken. Hör auf zu lecken, das ist nicht nett. So, jetzt esse ich mal ein bisschen so, auch wenn es nicht so viel bringt. Ey, hallo? Das ist doch eine Frechheit, jetzt wird es lecken. Das ist ja nicht so gut, gell? Das ist ja blöd, das auch. Es sind schon wieder Kühe da hinten. Ich bin es dann schon so weit weg von der Heimat. Wahrscheinlich ich wird es dann gleich Nacht und keine Ahnung. Ja, Welt, bau dich doch bitte leckfrei auf. Also, jetzt habe ich einen guten PC und es leckt da trotzdem. So, gut, dann, ja. Ne? Wisst ihr Bescheid? Ja. Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Ich traue mich gar nicht weiter. Das ist doch blöd. Was denn da jetzt los? Ich habe genug FPS. Hör auf zu lecken, blöder PC. Bist du brav? Hallo? Boah. Das ist ja nicht zum Aushalten. So, hast du... Oh, der hat sich immer noch nicht gefangen. Na schön, dann mache ich jetzt, glaube ich, echt schnell einen kurzen Schnitt. So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt habe ich meinen Kaffee getrunken, aber beruhigt habe ich mich noch immer nicht. Okay, hier haben wir Schweine. Es hat gerade extremst geleckt. Also ich weiß nicht, das ist noch manchmal sehr komisch. Ich glaube, jetzt finde ich dann echt bald nicht mehr nach Hause, wenn es so weitergeht. Och, kommt schon. Verpisst euch doch mal hier. Ich brauche jetzt Schafe. Was mache ich denn? Es geht doch so nicht. Ich finde hier echt nie wieder heim. Oh, Manu. Boah. Ihr. Was ist das denn eigentlich für eine Map, ey? Überall sind so komische... Hilfe, ey. Die Hühnchen...
Hühnchen, die macht mir Angst. Es sind überall Hühnchen auf dieser Map. Das ist eine Verschwörung. Das macht mir Angst. Theoretisch könnte ich wahrscheinlich da drüber schwimmen. Aber ich laufe dann wahrscheinlich lieber doch genauso zurück, wie ich hergekommen bin. Wahrscheinlich finde ich jetzt dann gleich Hunde. Unter normalen Umständen würde ich mich über Hunde freuen. Oh nein, es wird dunkel, oder? Nein, ich will nicht, dass es dunkel wird. Mist. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ach, kommt schon. Bitte, ich brauche ein Schaf. Lauter Schweine. Mist. Schnauze. Ah, ich brauche ein Schaf. Wieso sind hier nirgendwo Schafe? Och, scheiße. Oh, das sind nur Kühe. Wieso sind hier schon wieder nur Kühe? Jetzt muss ich mir ja gleich irgendwo eine Höhle bauen. Oh, scheiße. Schnell hier reinbauen. Zum Glück habe ich noch eine Fackel hier. Ist hier was? Ist hier was? Toll. Naja, gut. Wenigstens haben wir Glas dabei und können ein bisschen rausgucken. Spannend. So, gut. Hier sind wir jetzt geschützt und können aber rausschauen. Was könnte ich euch denn hierzu erzählen? Schaut mal, hier ist ein Herr Zombie und ein Herr Skelett. Skelett mit Ö, nämlich. Ich könnte ja dabei hier ein bisschen hacken. Ich habe zwar eh nicht mehr lange eine Spitzhacke, aber wieso nicht? Besser als nichts zu machen. Jetzt wahrscheinlich laufe ich... Oh Gott, jetzt bin ich erschrocken. Ja, ich habe wirklich nicht viel dabei. Gott, Mann. Das ist doch alles blöd. Ich muss auf jeden Fall in die Richtung hier zurücklaufen. Ja, du blöde Kuh. Ich will Schafe. Schafe. Mäh. Ich will Schafe. Lalo. Ach Gott. Schrecklich. Naja, gut. Dann erzähle ich doch einfach mal ein bisschen was aus meinem Leben. Ja, ich wohne in einem Zuckerwattehaus. Das habt ihr euch wahrscheinlich alle schon gedacht. Ich studiere Kitschwissenschaften. Ja, und da bin ich jetzt im fünften Semester. Und ja, jetzt mache ich dann bald meinen Bachelor in Kitschwissenschaften. Das ist total der Zungenbrecher irgendwie, Kitschwissenschaften zu machen. Ja, und jetzt freue ich mich bald, wenn ich dann endlich nach Hause fahren kann. An Weihnachten. Ich war nämlich echt schon extremst lang nicht mehr nach daheim. Also ich war zwar erst vor kurzem... Schnauze, ich erzähl was. Ja, ich war erst vor kurzem zwar 3 Tage zu Hause. Aber das ist ja nicht wirklich lange. Wieso ärgert ihr mich? Guckt nicht so. Ja, sei nicht so schadenfroh. Du freust dich jetzt. Du willst die Monster hierher locken. Ihr alle. Geh weg. Du lockst nur die Monster zu mir. Geh weg. Du machst, dass mein Minecraft schon wieder leckt. Das ist nicht nett. Oh, Manu. Ach, wieso leckt es denn jetzt? Daran ist nur die Kuh hier schuld. Die ist doof. Irgendwie. Naja. Gott, irgendwie glaube ich, ist meine erste Aufnahme hier mit meinem neuen PC irgendwie ein bisschen chaotisch. Ich weiß auch nicht. Naja, ich glaube, ich belasse es jetzt erstmal hier an dieser Stelle und werde beim nächsten Mal weitermachen.
Wir werden uns durch die Nacht kämpfen, werden Schafe suchen, werden hoffentlich welche finden und werden dann auf alle Fälle hoffentlich wieder nach Hause finden. Oh, da sind Spinnen gespawnt. Und was ist das noch? Oh, nein, ein Creeper. Oh, der auch noch. Nein. Ich will kein Creeper hier. Ich frage mich ja echt, wieso das jetzt leckt. Naja, gut. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.